Willkommen bei Dynamo Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte euch heute die Geschichte von Calisthenics und Street Workout in Österreich, angefangen von 2012 und davor bis heute 2021, ein bisschen näher bringen. Ich bin dazu heute an einem, zumindest für mich und ich glaube auch allgemein, besonderen Ort, und zwar bei der Rossauer Lände. Hier hinter mir ist leider nicht mehr genau der gleiche, aber trotzdem der Stangenpark, wo ich das erste Mal vor, ich glaube, mittlerweile mehr als 8 Jahren Calisthenics in dem Stil selbst gemacht habe, wo auch aus meiner Perspektive in Wien sich damals schon Community entwickelt hat. Natürlich nicht nur, gab auch vieles andere. Und ja, ich möchte euch einfach heute von hier berichten, was natürlich einerseits aus meiner Perspektive, aber andererseits auch auf Basis der Recherche, die ich betrieben habe, alles so in unserem Land passiert ist, wie sich die Community gebildet hat, wie sich die Sportart entwickelt hat und so weiter und so fort. Ich möchte gleich entschuldige sagen, falls das hier unvollständig ist, falls ich jemanden nicht erwähne, der erwähnt gehört. Ich habe recherchiert, aber man kann sicher nicht alles erwähnen, es ist einfach viel zu viel, was stattgefunden hat. Und ich möchte auch entschuldige sagen, falls ich irgendein Copyright oder irgendwas vergessen habe. Ich hoffe, ich bemühe mich, dass ich für jedes Foto, das ich zeigen werde, für jeden Inhalt auch das richtige Copyright angeben werde. Genau, auf jeden Fall, wenn wie lange schon mein Kanal verfolgt, wie lange schon die Sportart verfolgt, aber diese Sportart hat natürlich schon eine längere Geschichte als nur seit dem Zeitpunkt, wo es offiziell Calisthenics oder Street Workout genannt wird. Auch hier bin ich mir ziemlich sicher, oder weiß ich, dass schon Leute trainiert haben, bevor es vielleicht offiziell diesen Namen gab oder eine Community gab oder Vereine gab. Ja, das war natürlich auch an allen möglichen Orten in Österreich so, weil einfach Körpergewichtstraining relativ nahe liegt. Das geht wahrscheinlich bis in die Antike zurück, dass Leute sowas betrieben haben. Also an dem ist so gesehen nichts Neues gewesen, aber was auf jeden Fall neu war, und da möchte ich gleich beginnen, ist, dass meines Wissens, vielleicht war es auch schon ein bisschen davor, aber ich glaube 2012 erstmals zumindest unter dem Namen etwas gemacht wurde. Ich glaube einerseits vom Andi in Vorarlberg, grüße, falls du zuschaust, und vom Patrick und seinem Team Stylefly in Tirol, glaube ich, gab es da was, und der Daniel war, glaube ich, auch da wo involviert. Also schöne Grüße, falls du zuschaust. Und da gab es so die ersten Male, glaube ich, dass dieser Sport so genannt wurde. Wahrscheinlich war es davor auch schon so, ja, aber das war jetzt von meiner Recherche das erste, oder sorry, falls ich das falsch schicke, aber das erste Mal quasi so, dass es vielleicht ein paar Aufführungen gab und das Training in die Richtung gezielt und, ich sage es mal, mehr oder weniger offiziell, ja, zumindest unter Vereinsrahmen teilweise stattgefunden hat und natürlich auch an anderen Orten. Ja. Also auch 2012 bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, dass hier auch schon der Alexi damals trainiert und etwas gemacht hat. Bin mir nicht ganz sicher, wie gesagt, das liegt halt zurück, aber so auf jeden Fall mal die Anfänge. 2013 gab es dann eigentlich schon einen, könnte man sagen, ich habe davon damals noch nichts mitbekommen, aber könnte man sagen, großen Start, und zwar waren damals die Barstars und auch Chris Herrier in Bregenz bei einem Calisthenics Workshop eingeladen von den Jungs, die ich vorher erwähnt habe, und gibt es sogar ein Video von den Barstars, kann ich euch verlinken, auf YouTube, wo sie in Österreich waren. So gesehen, damals eigentlich, könnte man sagen, großer Start, dass offiziell wieder was weitergegangen ist, 2013 eben. Der Andi war damals meines Wissens auch schon für Österreich das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft. Hat zwar noch keine Österreich-Meisterschaften gegeben, aber konnte trotzdem hin. Und außerdem, 2013 habe ich begonnen zu pumpen, beziehungsweise Calisthenics zu machen im Gym. Hat mich jemand darauf angesprochen, Ende 2013. Ich habe davor schon, also da war ich 16 und ich habe schon mit 14 daheim ein bisschen angefangen. Aber 2013 auch das Jahr, wo ich angefangen habe zu trainieren und wo meines Wissens auch viele Leute in Österreich angefangen haben, den Sport ein bisschen intensiver zu betreiben. Außerdem 2013 sind in Graz die Barbros entstanden. Die waren eine, auch welche der ersten, die offiziell was gegründet haben oder einen Namen mit dem gegeben haben. Also Grüße an den Guido, falls der Zuschauer, und an die anderen Burschen, die damals schon dabei waren. Und außerdem ist 2013 noch zusätzlich die Community in Wien ein bisschen größer geworden, die International Street Workout Community vom Alexi gegründet. Der Alexi macht eigentlich bis heute auch in Wien sehr, sehr viel, ja, Treffen, Trainings, was auch immer, in Richtung Community, auch wenn es teilweise oder das meiste davon oder alles davon vom Verband, den es gibt, quasi entkoppelt ist, ist egal, der Sport findet das sowieso statt. Ja, also, wenn man jetzt vielleicht nicht zu dem Verband dann gehört, findet ja unendlich viel statt, auch unabhängig davon. Genau, also das wäre auf jeden Fall auch zu diesem Jahr zu erwähnen. 2014 war dann der offizielle Startschuss für die erste Österreich-Meisterschaft. Ich kann mich noch erinnern, wie ich hier gestanden bin und auf Facebook gesehen habe, oh, es gibt eine Österreich-Meisterschaft. Und dann habe ich gedacht, ah, da muss ich hinfahren. War damals in Bregenz
und ja, wurde ausgetragen von den Jungs, die das dort organisiert haben, von Arne und von Patrick. Daniel war, glaube ich, auch involviert und da waren auch eigentlich coole Leute dabei, der Ed Sheko von den Ballstars war dabei zum Beispiel, oder der Dennis Radano, der Paris Zivilcourt gegründet hat damals, und ja, also als Judges. Und der David, liebe Grüße, falls du zuschaust, hat damals den ersten Platz geholt. Und ich kann mich noch erinnern, war echt eine ganz besondere Zeit, einfach das erste Mal eine Meisterschaft zu haben. Ich habe selbst teilgenommen, habe mich echt gefreut, dabei sein zu können, damals schon. Und ja, war auf jeden Fall ein bisschen ein Startschuss in die Richtung, dass der Sport auch ein bisschen professioneller wird in Österreich. Und ja, natürlich, Community hat sich gebildet, dadurch sehr stark auch. Ich glaube, 2014, wenn ich mich nicht täusche, hat es schon Streetwork Carinthia, also Grüße an den Marvin und die Burschen nach Kärnten, oder auch Mädels, gegeben, oder beziehungsweise wurde gegründet, und auch das Team Alpha Bar, die in Wien oder eigentlich in Niederösterreich damals noch den Hauptstandort hatten, wurde auch gegründet. Also 2014 hat sich so gesehen in Richtung Community wieder einiges getan und Vereine sind quasi wieder aus dem Boden gekommen, und ja, war echt eine geile Zeit, ich erinnere mich gern zurück, war echt sehr schön. 2015 gab es dann wieder eine Österreich-Meisterschaft, wo wieder der David gewonnen hat. Also gratuliere nochmal, David. Ich kann mich erinnern noch, war ein harter Kampf damals. Und ja, das war auch ein Jahr, wo wieder einiges passiert ist. Ich habe dann damals das erste Mal die Jungs vom Team Alpha Bar auch persönlich kennengelernt und bin seitdem auch mit ihnen immer noch verbunden. Und auch den Marvin kennengelernt von Streetwork Carinthia. Und das war auf jeden Fall eine Zeit, wo dann die Community noch ein bisschen mehr, ich meine, das kann man in jedem Jahr sagen, aber wo die Community ein bisschen gestärkt worden ist dadurch. Auch die Bar Bros Graz haben da einiges organisiert. Ich glaube, es gab ein Weighted Battle damals. Ich glaube, das war das erste in Österreich. Ziemlich cool. Und außerdem auch ein Freestyle Battle, wo der Korasch unter anderem dabei war. Ich glaube, das gewonnen damals. Also so gesehen damals auch schon internationale Gäste bei Wettkämpfen in Österreich, wenn man so will. Und ja, war auch ein cooles Jahr, wie jedes andere natürlich. Ah ja, was man außerdem dazu sagen kann, ist, dass in diesem Jahr der Parkbau ein bisschen vorangeschritten ist, auch in Österreich. Und unter anderem die Firma Basflex meines Wissens in dem Jahr auch gegründet wurde. Grüße auch an Flo und David, falls ihr zuschaut. Und da ging quasi auch in die Richtung Infrastruktur von Calisthenics wieder ein Schritt voran. Außerdem glaube ich, dass damals auch schon auf ersten Messen Auftritte stattgefunden haben. Von dem Alpha Bar, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher zumindest. Oder ein Jahr später, aber ich glaube, es war 2015. Also auch da quasi in Richtung Öffentlichkeitsarbeit ging dann ein bisschen was weiter, dass der Sport quasi nicht nur intern in der Community gepusht wird, sondern auch nach außen hin ein bisschen mehr getragen wird. Dazu hat auf jeden Fall das Team Alpha Bar, muss man ehrlich sagen, ab 2015 und danach sehr, 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 sehr viel beigetragen. Nicht nur natürlich, auch für Carinthia und viele andere Vereine oder Communities, aber ich muss sagen, das Team Alpha Bar hat da in meinen Augen wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet, um Sport an die breite Masse ein bisschen stärker zu verbreiten. 2016 ist dann extrem viel passiert, in meinen Augen vielleicht sogar das meiste. Einerseits liegt das vielleicht daran, dass ich da Daniel Calisthenics selber gegründet habe. Das heißt, einerseits den YouTube-Kanal und andererseits auch angefangen habe, ab und zu Trainings zu geben. Wobei, das war dann, glaube ich, erst mehr 2017, da habe ich dann auch meinen ersten Workshop gegeben. Aber auf jeden Fall war 2016 außerdem der erste Bodyweights Day in Wien, der auch von den, sage ich jetzt mal, Organisatoren von dem Alpha Bar ausgetragen wurde. Und da war die Österreich-Meisterschaft dann erstmals in Wien. Ich war das erste Mal damals auch Österreich-Meister und ich sehr gefreut. Ich kann mich noch erinnern, war auch ein extrem besonderer Tag in der Max-Halle. Und da wurde der Sport eigentlich, könnte man sagen, auf ein nächstes Level, zumindest vor allem was die Öffentlichkeit anbelangt, gebracht. Ich kann mich noch erinnern, eine geile Erinnerung, außerdem 2016 ist der erste Basflex-Park, der in Wien gebaut wurde, wo ich tatsächlich beim Bau sogar ein bisschen mithelfen durfte, weil der hat stattgefunden, eigentlich ziemlich vor der Haustür meiner damaligen Wohnung. Und das war auch echt eine coole Zeit. Ja, und so ist dann auch in dem Jahr wieder der Parkbau ein bisschen vorangeschritten und es sind mehr und mehr Parks, vor allem in Wien kann ich es aus Erfahrung sagen, dann auch entstanden. Dadurch, dass ich in dem Jahr eben auch Österreichmeister war, durfte ich das erste Mal auf der Weltmeisterschaft, wo ich dann auch international mehr Athleten kennenlernen durfte. Ich kann mich noch erinnern, das war ziemlich cool. Ich habe dann Victor kennengelernt, ich habe zum Beispiel Dan und Tom kennengelernt und viele weitere internationale Athleten, die dann auch in Folge auch nach Österreich gekommen sind, den Daniel zum Beispiel auch, kennenlernen dürfen und sind auch Freundschaften entstanden. Und ja, das war für mich auf jeden Fall echt eine sehr, sehr coole Erfahrung. Ich habe mich noch erinnert, das war damals mein Traum, das zu schaffen, hinfahren zu können. Und es war echt mega leibend. Das heißt, in Richtung internationale Connections, auch für den Verband, ist da wiederum ein bisschen etwas in die Richtung
weitergegangen. Ja, auch 2017 ging dann in die Richtung Community nochmal was weiter. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass der Verein in Hallwang, Calisthenics Hallwang, da gegründet wurde. Und außerdem ein großer Punkt war, dass wir 2017 erstmals auf der FIBO organisieren durften, dass dort Calisthenics stattfindet, beziehungsweise die Organisatoren vom Feuer ablösen durften. Und ich kann mich noch erinnern, dass Team Alpha Bar damals ziemlich viel auf die Beine gestellt hat und es fand außerdem das erste Bar Heroes Battle statt. Das heißt, da haben wir Österreicher auch international was auf die Beine stellen dürfen. In dem Jahr das erste Mal, glaube ich, dass wir einen Wettkampf organisiert haben außerhalb von Österreich und es war auch eine sehr, sehr coole Zeit. Ich kann mich noch erinnern, es war extrem stressig. Ich war hauptverantwortlich für das Judging und so weiter bei dem Wettkampf und ich kann mich erinnern, ich war total fertig, total der Stress. Aber es war auch echt cool, es ist auch auf jeden Fall dann sehr, sehr viel in Richtung Vernetzung mit der Community aus Deutschland. Die meisten von euch schauen vielleicht auch aus Deutschland zu, zumindest weiß ich es von den Statistiken. Ist da auf jeden Fall in diese Richtung dann sehr, sehr viel weitergegangen ab 2017. Außerdem bin ich 2017, das ist eine persönliche Erfahrung, mit dem Dennis auf Workshop-Tour gefahren und wir haben in Berlin gestartet und sind dann alle möglichen Orte auch in Österreich abgeklappert. Das war auch echt ein Erlebnis. Wir haben einfach alles ins Auto reingehaut und haben gesagt, wir verbreiten den Sport, wir geben Workshops in verschiedenen Orten. War eine sehr coole Zeit. 2017 war ich außerdem am Bodyweight Day noch ein zweites Mal Österreichmeister, hat mich dann auch sehr gefreut. Und der Bodyweight Day war auf jeden Fall in diesem Jahr wieder auf einem neuen Level und hat sich quasi ein Stück weit weiterentwickelt. Es wurde professioneller, es kamen mehr Gäste und ich kann mich erinnern, damals bei der Österreichmeisterschaft gab es wirklich schon sehr, sehr viele Zuschauer. Es war ziemlich besonders und ja, der Sport wurde wieder an die Masse ein bisschen mehr gebracht, wie es seitdem auch weiterhin geschehen ist. Ja, was kann man noch sagen? Es gab dann auch Events, die nicht direkt von der oder nur von der Calisthenics Community organisiert worden sind, zum Beispiel die Freestyle Convention bei der 4 Elements Academy, da durfte ich zum Beispiel den Velo kennenlernen, das war echt auch cool, und den Let's Keep Black Day, wobei ich glaube, das war damals schon der zweite, ich bin mir aber nicht sicher, der auch da stattgefunden hat, das heißt, da hat auch ein bisschen ein Zusammenkommen mit der Parcours-Szene dann erstmals zumindest im offiziellen Rahmen stattgefunden, wobei natürlich schon viel früher Athleten sich gekannt haben, beziehungsweise schon Stylefly auch Parkour und Calisthenics gemacht hat. Ja, noch eine coole Erfahrung aus dem Jahr. Ich durfte auf die Power and Strength Weltmeisterschaft in Riga fahren mit dem Patrick gemeinsam. Kann mich noch erinnern, das war auch ziemlich cool. Er hat bei mir in Wien übernachtet und wir sind hingeflogen. War auf jeden Fall eine geile Zeit. Also auch in dem Jahr ist einiges weitergegangen. Und man hat auch gemerkt, das kann mich auch erinnern, dass 2017 wirklich das Level im Vergleich zu 2016 deutlich gestiegen ist, auch von den Athleten. Ja, und natürlich, community-mäßig ist sowieso auch wieder was weitergegangen. Was ist noch passiert? Es gab das erste Street Workout Austria-Treffen, das seitdem regelmäßig, wegen Corona jetzt nicht so regelmäßig, aber sonst regelmäßig stattgefunden hat, wo wir versucht haben zu initiieren, dass wir einfach die Community aus ganz Österreich zusammenbringen. Ich kann mich noch erinnern, wir waren damals, es gibt übrigens ein Video auf dem Kanal, wir waren damals einerseits bei einem Park trainieren am einen Tag und haben einen kleinen Wettkampf gemacht und haben am zweiten Tag dann eine Tour gemacht durch die Innenstadt in Wien und haben dort einfach überall trainiert. Das war auch echt sehr, sehr leibend. Also, weil der Zuschauer und dabei war, das war echt eine coole Zeit. Mit vielen bin ich immer noch in Kontakt, die damals dabei waren. Die Weightlifting-Szene ist auch stärker geworden in der Zeit in Tirol, vor allem, wenn ich richtig informiert bin. Kann ich mich noch erinnern. Und ja, zum Beispiel Team Barfos in Wien ist entstanden. Das heißt, wiederum mehr Communities, eh logisch. Ja, 2018 durften wir nochmal was auf der FIBO organisieren, da kann ich mich erinnern, dann habe ich den schon ein bisschen mehr abgegeben. Und Barsflex hat dann da einiges auf die Beine gestellt, World of Bar Heroes oder Bar Heroes damals noch, bin ich mir gar nicht sicher, wann der Name umgenannt wurde, aber wurde auf jeden Fall dann ein Stück weit nochmal professioneller und größer. Und die Athleten wurden auch noch international, ich glaube, es gab auch ein Weighted Battle damals auf der FIBO. Und ja, abgesehen davon in Österreich, was ist in Österreich passiert, das Sami hat damals dann die Österreich Meisterschaft gewonnen. Grüße gehen raus, falls du zuschaust. Und ich kann mich auch erinnern, in der internationalen Kategorie hat der Charab damals, der war auch extrem stark, damals am Bodyweight Day, der wieder stattgefunden hat, gewonnen. Also war auch ein Jahr, wo man gemerkt hat, hey, das Level geht voran in Österreich. Außerdem haben damals dann gleich zwei Südbürger Austria-Treffen in dem Jahr stattgefunden. Ich kann mich noch erinnern, eines war in Graz Indoor im Winter, das war echt extrem, extrem cool. Hat man gemerkt, zur Community kommen wirklich noch mehr Leute dazu. Und im Sommer hat dann auch noch ein zweites stattgefunden und in die Richtung ist wieder was weitergegangen. 2019 kann ich mich dann erinnern, dass ich auch gemerkt habe, hey, es gibt immer mehr Athleten, die immer stärker werden. Zum Beispiel haben sich auch die Gravity Breaker in Tirol von Patrick und von Stefan und anderen Burschen, Grüße auch an euch, gegründet, beziehungsweise wurden gegründet. Und ich habe auch gemerkt, zum Beispiel der Patrick wurde 2019, glaube ich, sehr, sehr stark
und vom Level her ist da auf jeden Fall nochmal was weitergegangen. Auch auf internationaler Ebene ist dann was weitergegangen. Es gab die World of Bar Heroes, das World of Bar Heroes Battle am Bodyweight Day in Wien, wo der Dennis Leitzans gewonnen hat. Also da war wirklich, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal in Wien Weltspitzenniveau-Wettkampf und war echt extrem cool auch zuzuschauen und dabei zu sein. Es gab dann auch, ausgehend von dem World of Bar Heroes Wettkämpfe bzw. Underground, die Underground League, wo auch in Wien dann Battles ausgetragen wurde auf internationalem Niveau mit Qualifikation für dann ein großes Battle, das dann aber wegen Corona leider nicht stattgefunden hat. Genau, auch in Richtung Wettkämpfe kann man da erwähnen, dass dann das erste Mal, glaube ich, auch in Wien ein Weighted-Wettkampf stattgefunden hat. Ich glaube, im Vorjahr war da noch keiner, bin ich mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall hat man da gemerkt, dass zum Beispiel unter anderem der Marcel oder der Raffi, Grüße auch an euch, sehr, sehr stark geworden sind. Ich glaube, damals hat auch schon, oder war das ein Jahr später, ich bin mir gerade nicht sicher, ich glaube, damals hat der Raffi in Deutschland bei einem Wettkampf 132,5 gedippt. Sami wurde wieder im Freestyle Meister in Österreich, in Wien, bei der Meisterschaft am Bodyweight Day wieder. Das Indoor-Gym in Wien ist entstanden, also auch so gesehen ein bisschen ein Meilenstein, zumindest für die Wiener, von Team Alpha Bar. Genau, und außerdem noch eine Sache, es gab das erste Mal eine kleine, aber feine Ausbildung zum Calisthenics Mastertrainer von der FlexiFit Akademie, wo ich dabei sein durfte, beziehungsweise wo ich als Referenz eingeladen worden bin, und die gibt es seitdem auch jedes Jahr. Das heißt, seitdem kann man so gesehen auch offiziell Calisthenics Trainermäßig etwas machen, wobei da ich auch glaube, dass einiges sich vielleicht noch entwickeln könnte. Ja, ansonsten ist das Level natürlich nochmal gestiegen, beziehungsweise ich, vor allem finde ich, ist die Masse breiter geworden, die ein gutes Level hatte. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, den Geon habe ich kennengelernt in Wien damals, und man hat einfach gesehen, es gibt immer mehr Athleten, die zum Beispiel gut sind im Planche und die einfach was drauf haben. Ja, 2020, letztes Jahr war dann eher ein bisschen mehr tote Hose. Warum? Corona hat es gegeben, ja. Also es hat einerseits den Bodyweight Day geben sollen, der wurde meines Wissens dann ganz abgesagt. Wir hätten auch auf der FIBO sein sollen, wurde auch abgesagt. Ich glaube, der Marcel wurde erstes Mal Dachmeister, also Österreich, Deutschland, Schweiz, Meister in Weighted Calisthenics. Also auch in die Richtung ist da wettkampfmäßig dann was weitergegangen. Das ist eine erfreuliche Sache. Es wurde dann, meines Wissens, wäre ob es das erste war, aber auf jeden Fall eine Marke gegründet aus Tirol, ein Mountain Power. Das heißt, es gab zumindest in die Richtung eine Entwicklung, eine Calisthenics-Marke, die stellen Parallels her. Grüße an Stefan, falls er zuschaut. Und Jog und so weiter und so fort, also auch Kleidung. Das heißt, es hat sich zumindest auch auf dem Markt in Österreich, auch wenn sonst nicht so viel los war in dem Jahr, zumindest etwas getan. 2021 in diesem Jahr, leider immer noch aufgrund von Corona teilweise Beschränkungen, allerdings trotzdem einiges Erfreuliches, beziehungsweise es konnte wieder einiges live stattfinden. Unter anderem könnte man erwähnen, dass im Fernsehen ein bisschen mehr in Richtung Calisthenics gezeigt wurde, zum Beispiel bei Puls 4, Show Your Talent. Ich glaube, Odo, Marvin, Patrick, Stefan und auch der PC waren da unter anderem dabei. Oder ich glaube nicht unter anderem, ich glaube, die waren es. Gab es auf jeden Fall zwei Auftritte. Ich durfte auch auftreten im ORF, der Flo. Ich glaube, war schon im Vorjahr auch im ORF bei Fakt oder Fake. Das heißt, es wurde auch in den Medien ein bisschen mehr in die Richtung weitergebracht. Und ansonsten kann man natürlich auch erwähnen, dass die Österreich-Meisterschaft wieder ausgetragen wurde. 2021 wurde sie jetzt eben vor kurzem in Kärnten ausgetragen. War ein extrem geiles Event. Und waren auch wieder internationale Judges am Start, der Daniels, der Vitali und der Tan. Und ich durfte auch judgen. Und ja, der Ono hat gewonnen, Grüße an dich, Ono, falls du zuschaust. Ich kann mich noch erinnern, er war nicht, aber er hat gesagt, er ist relativ spontan teilgenommen und hat gewonnen. Was auch zu erwähnen ist, ist in dem Jahr, dass die Mädels erstes Mal mitmachen durften. Dann wurde eh höchste Zeit bei der Österreicher Meisterschaft. Die Iris hat auch sehr, sehr gut abgeschnitten. Die ist natürlich schon länger aktiv, aber auch so bei einem Wettkampf. Das erste Mal relativ gut abgeschnitten, die hat aber glaube ich schon 2017 oder 18, ich glaube 17 schon auf der FIBO auch sehr gut bei den Frauen abgeschnitten. Ne, 18 war das glaube ich. Genau, also in Richtung Mädels hat sich dieses Jahr nochmal etwas entwickelt, wobei die Mädels auch schon, Iris und auch andere Mädels, die zuschauen, grüße an euch, da auch in Österreich einiges schon gepusht haben in den Jahren davor. Genau, vielleicht zu erwähnen, es gibt auch ein Video von der Österreich-Meisterschaft, auch von anderen Österreich-Meisterschaften, aber jetzt auch von der, Grüße auch an den Dorian, der hat da immer schon Richtung Videoschneiden für die österreichische Szene einiges vorangebracht. Und hat auch diesmal wieder das Video gemacht. Also schaut es euch an, ich werde es euch nochmal verlinken. Und ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Ich habe in dem Jahr bei der Österreich-Meisterschaft organisationsmäßig, ich habe nach 2017, nachdem ich zweimal gewonnen habe, nicht mehr selbst teilgenommen, sondern habe mehr organisationsmäßig gemacht. Auch am Bodyweight Day und bei den Österreich-Meisterschaften. Und ja, habe jetzt aber dieses Jahr ein bisschen mehr von meiner Rolle und meiner Verantwortung da auch abgegeben, weil ich ja eher auch, wisst, auch Zeit für neue Dinge haben wollte.
Wobei ich natürlich nicht vorhabe, nicht mehr den Sport zu machen, das ist sowieso, oder nicht mehr in der Szene vertreten zu sein. Ich habe mir einfach gedacht, es gibt Leute, die auch motiviert sind, warum nicht auch denen mal quasi den Platz lassen, da etwas zu machen. Genau, und so entwickelt sich das weiter. Der Marvin hat dieses Jahr in Kärnten wirklich viel auf die Beine gestellt, also einerseits die Österreichmeisterschaft, gemeinsam auch mit Flo und weiteren, und ja, so entwickelt sich das weiter und ich sehe, dass es Frucht bringt, sage ich jetzt mal, dass es wächst, dass die Sportart wirklich verbreitet wurde. Ich kann mich auch erinnern, wie wir mal zusammengesessen sind beim Streetguard Austria Meeting und besprochen haben, also jetzt nicht beim Treffen mit allen Athleten, sondern mit den Organisatoren und besprochen haben, was ist unser Ziel. Und dann habe ich gesagt, hey, unser Ziel ist eigentlich, dass man Calisthenics, Streetguard kennt in Österreich. Ja? Und ich kann mich erinnern, dann wie ich, ich glaube 2017 hat es, und 2018 hat es angefangen, wie wir wirklich gesehen haben, hey, es funktioniert auch. Ja? Es gibt mehr Anfragen, was Trainings betrifft, es gibt mehr offizielle Dinge. Genau, was ich zum Beispiel vergessen habe zu erwähnen, ist der Podcast, der 2019 rausgekommen ist, von Nick und von Dennis. Oder Coachings, die dann mehr angeboten worden sind. Das heißt, auch am Markt hat sich dann einiges getan und man hat gemerkt, hey, es funktioniert, sage ich jetzt mal. Ja? Und es ist was passiert und natürlich nicht wegen dem Verband oder jetzt nur wegen uns, sondern einfach, weil sich die Sportart auch so entwickelt. Aber ich freue mich trotzdem, da ein Teil davon sein zu dürfen und auch ein bisschen einen kleinen Beitrag, hoffe ich zumindest, beigetragen zu haben, dass sich dieser coole Sport einfach entwickelt. Und ja, jetzt, wenn ich jetzt zurückschaue, einerseits erfüllt es mich sehr mit Freude und Dankbarkeit, was ich da alles miterleben durfte, selbst live und teilweise auch vom Zusehen, aber vieles zum Glück auch live. Ja, und jetzt denke ich mir eigentlich, das Wichtigste, finde ich, im Nachhinein, haben wir jetzt auch letztens erst wieder auf der Österreich-Meisterschaft gesagt, sind für mich die Freundschaften und Beziehungen, die eigentlich entstanden sind und entstehen haben können durch diesen Sport, ja, weil Leistung hin oder her, wer jetzt wie oft Meister war oder wer auf der WM welchen Platz hat, ist am Ende nicht so wichtig, denke ich, sondern ich finde es cool, dass ich einerseits in Wien oder andererseits auch in ganz Österreich immer wieder Leute treffen kann, mit denen ich mich einfach verstehe, weil das der Sport verbindet. Ich finde es auch cool, dass wir es geschafft haben, da nicht irgendwelche Spaltungen oder unnötige Streits drin zu haben. Natürlich gibt es immer wieder mal was, aber dass wir im Großen und Ganzen eigentlich als Community relativ gut zusammenhalten. Und ja, das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache und das finde ich auch viel mehr wert, als jetzt ein extrem hohes Level zu haben. Österreich war jetzt international, wir waren jetzt nie Weltmeister oder so, aber ich finde es auf jeden Fall super, dass es so sich entwickelt hat, dass es einfach jeden Fall auch ein Sport ist, wo man Leute kennenlernen kann und das ist für mich auch vielleicht nochmal so als Schlussresümee von dem Ganzen, was auch für die Zukunft wichtig sein wird, ist, glaube ich, einfach, dass es Leute gibt, die sagen, hey, wir organisieren was, wir treffen uns, wir machen was, wir haben Gemeinschaft, weil ich glaube, das ist das größte Potenzial dieses Sports, dass er Leute zusammenbringen kann, abgesehen davon, dass es natürlich extrem förderlich für die Gesundheit ist und viel Spaß macht. Ja, aber dass es Leute zusammenbringen, ist, glaube ich, schon auch in der Zeit jetzt wirklich etwas, was sehr wichtig ist, wo viele Leute mehr vereinsamen, wo ich auch merke, es ist nicht mehr ganz so wie früher oder noch nicht ganz so wie früher, dass man öfters mal eingeladen wird. Ich hoffe, das kommt wieder, dass mehr Initiative ausgeht. Ich habe das Gefühl, dass wir ein Stück weit verlernt haben, zu sagen, hey, ich mache was und ich lade Leute ein oder ich frage Leute, kommt sie in den Park oder was auch immer. Natürlich gibt es das, aber ich habe das Gefühl, dass die Community einfach auch durch Corona ein bisschen zurückgefahren ist, aber jetzt wieder im Aufblühen ist. Und da möchte ich euch auch motivieren, egal ob ihr zu einem Verein seid oder ob ihr einfach nur selbst drin sitzt, einfach daran zu denken, hey, mach mal was, ja, schreibt es Leute an oder fragt sie in meinen Park. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, die es braucht. Auch die Österreich-Treffen, das Südkorea Austria-Treffen haben da sehr viel dazu beigetragen, glaube ich, oder da habe ich das zumindest sehr gemerkt, dass das wichtig ist, einfach zu sagen, hey, wir machen was, wir laden Leute ein und dann gab es auch immer eine coole Zeit. Genau. Aber das möchte ich mitgeben, auf jeden Fall allen für die Zukunft, die in dem Sport was weiterbringen wollen. Vergesst das nicht, vergesst nicht den Spaß, vergesst nicht, dass es nicht nur um die Leistung geht, vergesst es auch nicht, dass es nicht immer nur darum geht, die perfekte Trainingsumgebung zu haben und vielleicht dann alleine in den Gym zu trainieren. Ich finde schon den Flair auch sehr geil, wenn ich ehrlich bin, draußen in einem Park, die Community und so weiter und so fort. Und ja, das wollte ich euch einfach mitgeben. Ich hoffe, der Sport entwickelt sich in eine gute Richtung und ich hoffe, ich darf auch noch bei einigen dabei sein. Und ja, Dankeschön. Vielen Dank an alle, die da mitgewirkt haben, auch an alle, die ich jetzt erwähnt habe und auch an diejenigen, die ich nicht erwähnt habe. Es gibt natürlich auch in Oberösterreich einiges, was sich entwickelt hat oder in anderen Bundesländern einiges, Salzburg zum Beispiel, einige Sachen, die sich entwickelt haben, auch unabhängig vom Verband, zum Beispiel Heinz ins Vienna gibt es auch. Und ich habe jetzt natürlich auch vor allem Sachen erwähnt, von denen ich Bescheid weiß, wo ich mit war. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was noch so an verschiedenen Orten abgeht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Community natürlich wächst und das finde ich extrem cool. Und ja, ich glaube, da ziehe ich jetzt auch einen Schlussstrich. Ich habe genug erzählt, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich glaube, diejenigen, die dabei waren, haben jetzt vielleicht ein bisschen wieder den alten Flair von den ersten Events und so vielleicht aufleben lassen. Ein paar denken sich vielleicht, keine Ahnung, was dann passiert ist, falls ihr jetzt kurz dabei seid. Aber ja, ist schon mal cool, auch um ein bisschen so in die Zeit zurückzufahren, hat mir auch geholfen.
das alles mal wieder zu verarbeiten, was eigentlich so Cooles passiert ist, wo man dankbar für sein kann. So, jetzt wiederhole ich mich eh schon selber und rede herum. Also, Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.